Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der 20-stündige Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat den Bahnverkehr bundesweit fast zum Erliegen gebracht. Nach Angaben der Bahn fielen im Fernverkehr 80% aller Züge aus. Auch Regionalbahnen und Güterzüge waren betroffen. Seit dem Ende des Ausstands um 18 Uhr gibt es weiter starke Einschränkungen. Ein Sprecher der Bahn sagte, morgen früh solle der Zugbetrieb wieder planmäßig laufen. Seit 18 Uhr ist der Warnstreik beendet, doch die Auswirkungen werden sich noch bis in die Nacht hinziehen. Morgen aber wird die Bahn zurück zur Normalität. Wir haben uns vorgenommen und wir rechnen damit, dass wir ein fast vollständiges Zugangebot morgen wieder bieten. Der Freitag ist ja ein besonders nachfragestarker Tag. Es kommen jetzt noch die Reisenden dazu, die ihre Reise verschoben haben. Insofern wird das noch mal eine Herausforderung am Freitag. Eine Herausforderung war es für viele Menschen heute auch, überhaupt zur Arbeit zu kommen. Wie in Cottbus fuhren am Morgen fast nur Züge von privaten Bahnunternehmen, die vom Streik nicht betroffen waren. Es gab Verständnis, aber auch Kritik an der GDL. Das geht gerade mal ein bisschen zu weit. Von Prozenten her, von Stunden her, gerade so für mich ist irgendwann die Grenze. Ich kann das schon verstehen, aber es betrifft halt uns, die mit dem Zug fahren und ja. In Großstädten wie in Berlin wichen viele Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel aus, die entsprechend überfüllt waren. Auf Züge der Deutschen Bahn warteten viele, wie hier in Hamburg, hingegen vergebens. Und GDL-Chef Wieselski bekräftigte in Schwerin noch einmal seine Forderung an die Bahnspitze. Nicht lange labern und immer wieder beklagen, dass wir keine Arbeitskräfte bekommen, sondern handeln. Und zwar so, dass die Berufe attraktiver werden, sowohl im Einkommen als auch in den Arbeitszeitbedingungen. Das ist das Gebot der Stunde. Zur Stunde stehen viele Züge noch. Laut Bahn gilt weiterhin der Notfahrplan, voraussichtlich bis 24 Uhr. Mein Kollege Rupert Wiederwald steht am Kölner Hauptbahnhof. Wie ist die Lage jetzt nach dem Ende des Streiks? Ja, sehr ähnlich wie das, was wir eben im Beitrag gehört haben. Auch hier fahren nicht wirklich viele Züge. Es ist gähnende Leere hier am Kölner Hauptbahnhof. Vereinzelt mal ein Zug. Das war es dann aber auch schon, denn auch hier dauert es natürlich, bis der Fahrplan wieder kommt. Über den Tag über hat man das erwartete Chaos tatsächlich nicht gesehen. Die Menschen haben sich darauf vorbereitet, sind zum Teil einfach zu Hause geblieben, sind nicht auf die Straßen ausgewichen, was man zum Teil erwartet hatte. Auch da gab es eher weniger Verkehr als sonst. Grundsätzlich muss man jetzt schauen, wie es weitergehen wird bei dieser Auseinandersetzung. Man muss damit rechnen, dass es weitere Warnstreiks geben wird, denn Verhandlungen sind erstmal nicht terminiert. Die wurden für heute erst einmal abgesagt von der Bahn als Reaktion auf diesen Warnstreik. Die Termine, die in der nächsten Woche eigentlich hätte geben sollen. Da weiß keiner, ob sie tatsächlich zustande kommen. Man muss also damit rechnen, dass dieser Tarifstreik weitere Warnstreiks nach sich ziehen wird. Vielen Dank, Rupert Wiederwald in Köln. Im politischen Berlin ging es heute um die Frage, welche Folgen die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf die Etatplanung hat. Der Ampelkoalition fehlen nun 60 Milliarden Euro, die für den Klima- und Transformationsfonds vorgesehen waren. Der Haushaltsausschuss kam zwar wie geplant zusammen, um über den Entwurf für 2024 zu beraten. Der endgültige Beschluss wurde aber verschoben. Auch im Bundestag ging es um dieses Thema. Die Schlagzeilen am Tag nach dem Karlsruher Urteil zum Klima- und Transformationsfonds verheerend. Und wirkliche Antworten darauf, wie das 60-Milliarden-Euro-Loch nun zu füllen ist, fehlen. Das Geld im Klima- und Transformationsfonds ist für wichtige Projekte eingeplant. Etwa den Klimaschutz, Ansiedlung von Unternehmen für Zukunftstechnologien und den Ausbau des Schienennetzes. Welche Projekte konkret auf dem Prüfstand stehen, ist heute noch unklar. Viele kommunale Klimaschutzprogramme sind jetzt von den Sperren hier betroffen. Auch viele Programme, die auch gerade CDU-Bürgermeister oder CDU-Ministerpräsidenten auch sehr wichtig finden. Dafür muss es jetzt schnell eine Lösung gefunden werden. Ich glaube auch, dass die Union eine Verantwortung hat, sich diesen Fragen zu stellen. Doch die Union will heute keine eigenen Vorschläge für den regulären Haushalt 2024 in die Beratungen einbringen. Wer aber schon vor der Verabschiedung eines regulären Haushaltes weiß, dass er einen Nachtragshaushalt beraten und verabschieden muss, der verstößt erneut gegen die Grundsätze der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit.
Der aktuell vorliegende Ampelhaushalt kann aber nach diesem Urteil nun nicht wie vorgestellt verabschiedet werden. Finanzminister Lindner verspricht, dass es keine Steuererhöhungen geben wird. Und auch an der Schuldenbremse möchte er nicht rütteln. Man komme an einen Wendepunkt. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen. Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen. Aus Koalitionskreisen hören wir aber, dass die zwischenzeitlich abgesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf Speisen nach dem 01.01.2024 wieder auf 19% steigen könnte. Die Milliardenlücke wird das alleine allerdings nicht schließen. Die Sicherheitsbehörden sind heute mit Razzien in 7 Bundesländern gegen die islamistische Szene vorgegangen. Im Mittelpunkt standen das Islamische Zentrum Hamburg sowie mögliche Teilorganisationen der Vereinigung. Es gehe um den Verdacht verfassungsfeindlicher Aktivitäten sowie möglicher Kontakte zur radikal-islamischen Hisbollah, erklärte das Bundesinnenministerium. Das Zentrum wird seit langem vom Verfassungsschutz beobachtet. 6 Uhr heute Morgen. Großaufgebot der Polizei vor der Blauen Moschee des Islamischen Zentrums Hamburg. Die Beamten stellen Handys, Laptops, Flugblätter sicher, tonnenweise, und zwar bundesweit. 800 Polizeibeamte durchsuchten mehr als 50 Gebäude, unter anderem in Berlin und Langenhagen bei Hannover, veranlasst vom Bundesinnenministerium. Wir dulden generell keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze bei uns. Gerade jetzt kommt es auf eine hohe Wachsamkeit und konsequentes Vorgehen an. Der Verfassungsschutz beobachtet das Islamische Zentrum Hamburg bereits seit 30 Jahren. Die Hamburger Behörde bezeichnet den Verein in einem Bericht als ideologischen Außenposten des Teheraner Regimes, verdächtigt das Zentrum, Moscheen in ganz Deutschland zu kontrollieren und die Terrormiliz Hisbollah zu unterstützen. Viele fordern ein Verbot, doch der Weg dorthin sei aufwendig, so die ARD-Terrorismusexpertin Claudia Kornmeier. Die Ermittler müssen die ganzen Dokumente und Daten, die sie heute sichergestellt haben, auswerten und müssen dann schauen, ob sich darauf ein Verbot stützen lässt. Und es ist wichtig, dass man dabei auch sorgfältig vorgeht, damit das Ganze im Zweifel auch vor Gericht Bestand hat. Nämlich gegen ein vereinsrechtliches Verbot kann man sich auch vor Gericht zur Wehr setzen. Das Islamische Zentrum Hamburg reagierte auf die Vorwürfe mit einer Pressemitteilung. Der Verein zeige sich zuversichtlich, dass die Durchsuchungen keine Gründe für ein Vereinsverbot ergeben würden. Nach langem Ringen hat der UN-Sicherheitsrat zum ersten Mal eine Resolution zum Nahostkrieg verabschiedet. Darin fordert das Gremium längere Feuerpausen für den Gazastreifen, um Zivilisten versorgen zu können. Die Hamas wird aufgerufen, alle Geiseln freizulassen. Ohne deren Freilassung lehnt Israel längere Feuerpausen ab. Zustande kam die Resolution, weil sich die Vetomächte USA, Großbritannien und Russland bei der Abstimmung enthielten. Die Gefechte im Gazastreifen gingen auch heute weiter. Die israelischen Truppen rücken offenbar weiter vor in Gaza-Stadt. Die israelische Armee hat dieses Bildmaterial veröffentlicht, meldet, der Hafen sei eingenommen worden. Die gestern vom UN-Sicherheitsrat in einer Resolution geforderten längeren Feuerpausen lehnt Israel ab. Nahe des Al-Shifa-Krankenhauses hat die israelische Armee heute nach eigenen Angaben die Leiche einer entführten Geisel entdeckt. Auch im Shifa-Krankenhaus dauere der Einsatz an, teilen die Streitkräfte mit. Bislang ist aber unklar, ob sich dort wirklich die vermutete große Hamas-Kommandozentrale befindet. Gestern veröffentlichte die Armee unter anderem dieses Video. Es soll beweisen, dass Hamas-Terroristen die Klinik für ihre Zwecke missbraucht haben. Diese Waffen haben nichts zu suchen in einem Krankenhaus. Der Grund, warum sie hier sind, ist, dass die Hamas sie hier deponiert hat. Mittlerweile wurden auch Menschen im Süden des Gazastreifens von der israelischen Armee aufgefordert, bestimmte Stadtviertel von Khan Yunis zu räumen. Entsprechende Flugblätter wurden abgeworfen. Ein Vorrücken scheint wahrscheinlich, Unsicherheit macht sich breit. Wo sollen wir denn hin? Wollen Sie, dass wir nach Ägypten auf die Sinai-Halbinsel gehen? Wo ist die Weltöffentlichkeit? Niemand zeigt Mitgefühl. Mehr als 1 Million Menschen soll in den letzten Wochen vom Norden in den Süden des Gazastreifens geflohen sein. Wirklichen Schutz gibt es dort aber nicht. Die Versorgungssituation beschreiben internationale Organisationen nach wie vor als katastrophal. UN-Berichterstatter warnen vor einem, so wörtlich, Völkermord. Zudem sollen die Telekommunikationsnetze wegen mangelndem Treibstoff zur Stromerzeugung weitestgehend ausgefallen sein.
Unterdessen ziehen hunderte Israelis zu Fuß von Tel Aviv nach Jerusalem. Holt die Geiseln heim, skandieren sie. Sie fordern die Regierung auf, alles für die Freilassung der fast 240 Menschen zu tun, die die Hamas am 7. Oktober nach Gaza verschleppt hat. Die USA und China gehen nach Zeiten der Konfrontation wieder vorsichtig aufeinander zu. Am Rande der Jahrestagung der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft kamen US-Präsident Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi erstmals seit einem Jahr wieder persönlich zusammen. Sie vereinbarten, den Dialog auch im militärischen Bereich wieder aufzunehmen. In der Taiwan-Frage und bei den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine gab es keine Annäherung. Die zwei mächtigsten Männer der Welt, sie zeigen sich ihre Autos. Biden und Xi. In freundschaftlicher Konkurrenz. Hongqi oder Cadillac? Nichts deutet mehr darauf hin, dass in den vergangenen Monaten Eiszeit herrschte zwischen den USA und China. Wir haben vereinbart, dass wir Präsidenten uns jederzeit anrufen können. Und wir nehmen den Kontakt von Militär zu Militär wieder auf. Alle direkten Kontakte, die unterbrochen waren. So vermeiden wir Unfälle und Missverständnisse. Wir sind also zurück bei der direkten, offenen, klaren Kommunikation. Die aktuelle Funkstille hat im südchinesischen Meer mehrfach zu beinahe Eskalationen geführt, wenn sich amerikanische und chinesische Kriegsschiffe gefährlich nahe gekommen sind. Xi erklärte, die Welt sei groß genug, um beiden Ländern Erfolg zu ermöglichen. China wird niemals nach Expansion streben und anderen seinen Willen aufzwingen. China wird weder einen kalten noch einen heißen Krieg mit irgendjemandem führen. Fast 4 Stunden verbringen sie miteinander. Es sei, Zitat Biden, ein äußerst konstruktives und produktives Gespräch gewesen. Doch diese Harmonie ist nur eine Momentaufnahme in den Beziehungen zwischen Washington und Peking. Die Herausforderungen bleiben. Zu sehr kollidieren sowohl die sicherheitspolitischen als auch die wirtschaftlichen Interessen der beiden größten Volkswirtschaften miteinander. Der Sozialist Pedro Sánchez bleibt Ministerpräsident in Spanien. Am Mittag bestätigte ihn das Parlament in Madrid im Amt. Vorausgegangen waren monatelange Koalitionsverhandlungen, denn Sánchez hatte bei der Parlamentswahl im Juli eine eigene Mehrheit verfehlt. Entscheidend für seine Wiederwahl war die Unterstützung katalanischer Separatisten. Sein zugesagtes Amnestiegesetz für die Betreiber des illegalen Abspaltungsversuchs von 2017 sorgte auch heute wieder für massive Proteste. Der Alte ist der neue Ministerpräsident. Applaus für den Sozialisten Pedro Sánchez. Seine linke Minderheitskoalition darf im Parlament weiter auf der Regierungsbank sitzen. Aber der Preis dafür ist hoch und umstritten. Für ihre Unterstützung bekamen die katalanischen Separatisten eine Amnestie zugesichert. Wochenlang wurde um Details gerungen. Wir haben diskret verhandelt. Es ging immerhin darum, für einen Teil der Bürger unseres Landes die politische Normalität wiederherzustellen und gleichzeitig den Fortbestand einer fortschrittlichen Regierung zu ermöglichen. Höflicher Glückwunsch auch vom konservativen Feijóo. Er hatte bei der Wahl im Juli mehr Mandate geholt, aber trotz Unterstützung der Ultrarechten keine Mehrheit zusammenbekommen. Ein Amnestiegesetz für die Unabhängigkeitsbewegung ist die schlechteste Art, eine Legislaturperiode zu beginnen. Es schadet unserem internationalen Ruf und ganz sicher unserer Demokratie. Protest gegen die Amnestie auch vor dem Parlament. Seit knapp 2 Wochen demonstrieren tausende Spanier gegen Sánchez' Pakt mit den Separatisten, heute streng abgeschirmt von der Polizei. Spätabends eskalieren Radikale regelmäßig die zunächst friedlichen Demonstrationen zu Straßenschlachten. Unklar, wie lange die Amnestie die Menschen auf die Straßen treibt. Der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat wird in der Europäischen Union unter Auflagen bis 2033 erlaubt bleiben. Das entschied die EU-Kommission. Die Mitgliedstaaten waren zuvor zu keiner Einigung gekommen. Auch in der Bundesregierung herrschte Uneinigkeit, deshalb hatte sich Deutschland enthalten. Glyphosat ist das weltweit am meisten verwendete Herbizid. Der Inhaltsstoff kann Umweltschäden verursachen und steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In Köln wird zur Stunde der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis für herausragenden Fernsehjournalismus verliehen. In diesem Jahr wird die ARD-Korrespondentin Ina Ruck für ihre Russland-Berichterstattung geehrt. Ruck gehöre seit Jahrzehnten zu den besten Journalistinnen und Journalisten, die mit beeindruckendem Hintergrundwissen berichten, so die Jury. Der Preis geht zu gleichen Teilen auch an Elmar Thewissen, den ZDF-Studioleiter in Washington.
Das Kondom hat die Pille als beliebtestes Verhütungsmittel in Deutschland überholt. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Demnach ziehen mehr als die Hälfte der Befragten Kondome der Pille vor. Zum Vergleich 2007 bevorzugten noch 55% die Pille. Grund für den Trend sei eine wachsende Ablehnung gegenüber hormoneller Verhütung. Viele Befragte befürchten negative Auswirkungen auf Körper und Seele. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. November. Das Tief, das über Süddeutschland Richtung Balkan zieht, sorgt im äußersten Süden heute Nacht für Sturm und dafür, dass es im Süden und Südwesten teilweise ergiebig regnet. Im Bergland geht der Regen mitunter in Schnee über. Richtung Ostsee einige Schauer am Tag. Im Westen und Süden hier und da Regen. Im Nordosten Schauer, Schneefallgrenze zwischen 400 und 900 Meter. Sonst ist es meist trocken und teilweise sogar freundlich. In der Nacht 7 Grad im Breisgau, minus 1 Grad im Harz. Am Tag 1 Grad im Erzgebirge, 10 Grad in Südbaden. Am Samstag erst oft trocken, teilweise auch Sonne, bevor im Westen neue Regenwolken aufziehen. Am Sonntag erst im Nordosten und an den Alpen Regen, sonst wechselhaft, teilweise ist es windig. Am Montag oft dichte Wolken, nur hier und da Sonne, windig bleibt es. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr gehen wir der Frage nach, wie weit der Einfluss islamistisch eingestufter Gruppen reicht. Dazu ist Ingo Zamperoni im Gespräch mit Hamburgs Innensenator Grote. Und wir sind unterwegs mit einer Notfallsanitäterin, die den Rettungsdienst in ihrer Gemeinde entlasten soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.